Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von eurer Gameplayerin. Ja, bitte entschuldigt meine sehr kratzige Stimme heute Morgen, aber es ist sehr früh am Morgen und ja, man merkt das ein wenig am Wetter. Irgendwie je früher wir haben, umso schlechter ist das Wetter in Tamriel, komischerweise. Wir stehen jetzt hier nochmal in Bethnic vor der, ich weiß gerade nicht mehr, wie das Schiff hieß. Und da müssen wir jetzt nochmal mit Captain Kalin sprechen. Das wird wahrscheinlich nichts Großartiges sein, aber das wollte ich euch trotzdem nicht vorenthalten. Ich habe mir geschworen, niemals wieder mit euch auf einem Schiff zu reisen. Aber Häuptling Tatskoll hat mich gebeten, euch nach Glen Umbra zu bringen, und das werde ich tun. Häuptling Tatskoll ist bereit, dem Dolchsturzbündnis beizutreten. Er bittet euch, mich nach Dolchsturz zu bringen. Nur aus Respekt für den Häuptling und zum Wohl der Allianz, nicht euretwegen. Seid ihr bereit zu gehen? Ja, lasst uns gehen. Ja, und damit sind wir nun in Glen Umbra angekommen. Ich schau mal eben, unser Questgeber ist ganz oben. Entsprechend werde ich jetzt mal eben ein bisschen hochreiten. Boah, wenn ich so nah eingestellt bin, sehe ich gar nichts, merke ich gerade. Das ist ein bisschen kompliziert, dann zu reiten. So, halt, stopp. Hier unten ist er. Die stolze Stadt Dolchsturz grüßt euch. Kann ich euch behilflich sein? Ich überbringe einen Gesuch. Häuptling Tatskoll wünscht, dem Dolchsturzbündnis beizutreten. Der Kriegshäuptling der Wellenbrecher? Beeindruckend. Ich weiß nicht, was ihr getan habt, um ihn zu überzeugen, meine Freundin. Aber ihr habt meinen Dank dafür. Gute Arbeit. Ich werde dieses Gesuch direkt zu Großkönig Emmerich bringen. Genießt euren Aufenthalt in Dolchsturz. Naja, genießen ist relativ, weil hier wird wahrscheinlich auch so einiges vor sich gehen. Ich muss jetzt nur mal eben schauen. Da hinten sehe ich... Ah, die Frage ist nur, wo? Hier oben? Oder da unten? Nee, da unten. Okay, ich hab's geahnt. Hier geht die Hauptgeschichte nämlich weiter. Einkaufsliste für den Markt von Dolchsturz. Okay. Crema, drei Blutorangen, Schneider, Umhang mit Halbmond, Blumenhändler, schwarze Rose mit Dornen. Hört sich sehr speziell an, irgendwie. Dieser Bretone ist noch nicht sehr lange tot. Seine Leiche ist noch warm. Diese Leiche eines Bretonen hat Stichwunden im Rücken und in den Seiten. Die Wundränder sind mit einem zähflüssigen grünen Sekret verkrustet. Okay. Die Besitztümer des Mannes wurden geraubt, aber ein Pergamentfetzen wurde zurückgelassen. Es scheint eine Notiz zu sein. Die wir gerade gelesen haben. Die müssen wir jetzt nicht nochmal lesen. Es kommt aber auch keiner auf uns zu. Wo sollen wir denn jetzt hin? Achso, da hinten. Ich wollte gerade sagen, ich habe es jetzt gar nicht mehr so im Kopf, weil das ist schon so lange her. Ich habe zwar mittlerweile fast nur noch Bretonen, mit denen ich spiele, aber ja gut, die Quests hier mache ich dennoch trotzdem nicht. Wir müssen jetzt erstmal untersuchen, wo er hin wollte, sozusagen. Blumen, kauft Blumen. Vielleicht ein Sträußchen für euren Liebsten? Nicht heute. Ich habe eine Leiche im Wasser bei Mühlrad gefunden. Der Tote hatte diese Liste bei sich. Oh, das ist schade. Tja, was für ein Schlamassel. Was meint ihr? Na, ich lasse es drauf ankommen. Manchmal höre ich seltsame Dinge. So etwas wie das, was auf dieser Notiz steht. Schwarze Rosen mit Dornen. Man munkelt von dunkler Naturmagie. Und genau dafür hätte sich Roy, euer Toter, sehr interessiert. Wie wurde Roy in diese ganze Sache verstrickt? Mit der Notiz? Ich weiß es nicht. Genau das hat Roy eben immer getan. Er hat Dinge herausgefunden. Dolchsturz hat viele Augen und Ohren. Schließlich ist Wissen billiger als Krieg. Ja, dann können wir noch mit ihm hier sprechen. Dies dauert ewig. Seid gegrüßt, meine Freundin. Nirgendwo in Dolchsturz bekommt ihr besseres Obst und Gemüse als hier. Das garantiere ich euch. Ich habe diese Liste gefunden. Habt ihr drei Blutorangen? Seht, ich will keinen Ärger. Das ist ein Spruch, den die Spione des Königs verwenden. Er bedeutet, dass jemand getötet werden wird.
Mehr weiß ich aber auch nicht. Haltet mich da einfach raus. Die Spione des Königs? Ihr wisst schon, die Augen und Ohren von Dolchsturz? So bleibt König Kasimir auf dem Laufenden darüber, was in der Stadt vor sich geht. Aber das habt ihr nicht von mir gehört. Natürlich nicht. Ich habe da noch ein paar andere Sprüche, nach denen ich gerne fragen würde. Ich habe gesagt, ihr sollt mich in Ruhe lassen. Nehmt eure Fragen und verschwindet. Ich habe damit nichts zu schaffen. Das klingt nach etwas, wonach sich Roy erkundigen würde. Wer ist Roy? Ihr seid verflucht hartnäckig, hm? Roy ist ein Freund. Ich vertraue ihm. Leuten, die ich nicht kenne, vertraue ich nicht. Und euch kenne ich nicht. Erzählt mir mehr darüber, was ihr so tut. Ich verkaufe das beste Obst und Gemüse in Dolchsturz. Viele Leute kommen hier vorbei. Ich rede und höre zu. Dann rede ich mit meinen Freunden, wie Roy. Was andere Leute angeht, vielleicht sollten sie selbst entscheiden, was sie tun wollen, wo sie doch jetzt so viel wissen. Das ist alles irgendwie sehr undurchsichtig, finde ich. Das ist auf der Seite, ja. Hallöchen. Interesse an hervorragenden Kleidungsstücken? Vielleicht etwas in Seide? Niemand verlässt meinen Laden mit leeren Händen. Ich suche nach einem Umhang mit einem Sichelmond drauf. Ich fürchte, die sind unverkäuflich. Der Sichelmond ist das Wappen der Familie Kasimir, der Herrscher von Dolchsturz. Warum würde ein Toter das auf einen Zettel schreiben? Tot? So ein hagerer Kerl mit einem Hund. Das ist Roy. Nun, das war Roy. Es tut mir zwar leid, dass er tot ist, aber das überrascht mich nicht. Wenn ihr herausfindet, was Roy wusste und wer ihn getötet hat, wird euch ganz sicher irgendwer dafür belohnen. Man kann dabei aber auch sehr gut selbst umkommen. Ja, ich habe die Bedeutung aller Produkte auf der Liste entschlüsselt. Wem sollte ich davon berichten? Redet mit Hauptmann Aresin, wenn ein Verbrechen begangen wurde. Die Sicherheit der Stadt fällt in seinen Aufgabenbereich, also könnt ihr euch ruhig an ihn wenden. Er ist üblicherweise bei der großen Treppe hinter der Magiergilde. Er hat immer ein Auge auf den Weg zum Kastell. Wart ihr gut mit Roy befreundet? Denke ich. Ich habe Roy gemocht. Er hat auf die Händler hier aufgepasst. Und dafür haben wir Roy geholfen. Ich habe die Ohren gespitzt und Roy wissen lassen, was die Leute so erzählen. Immer wenn wir ihm etwas Wichtiges erzählt haben, hat Roy dafür gesorgt, dass die richtigen Leute es erfahren. Erzählt mir mehr über Roy. Roy war ein guter Mann. Er war Dolchsturz treu ergeben. Die Leute haben ihm vertraut. Selbst dieser alte Hund hat ihn geliebt. Tja. Kann er mich noch reparieren? Ja, ein bisschen was ist repariert worden. Sehr schön. Dann gehen wir erstmal raus. Wir sollen zur Magiergilde, glaube ich, hat er gesagt. Wobei die Sache mit dem Hund, die erinnert mich an was. Jetzt bin ich gerade am gucken, muss ich hier oben rum. Niemand kümmert sich um uns, arme Bettler. Nee, das war nur normale Quest. Narr, ihr werdet für euer Einmischen bezahlen. Was? Willkommen in Dolchsturz. Geht weiter. Ich habe Informationen von Roy. Roy, wo ist er? Warum schickt er eine Fremde, anstatt selbst zu kommen? Roy ist tot. Ich habe diese Notiz bei seiner Leiche gefunden. Tot. Maras Hände. Zeigt mir mal diese Notiz. Oh ja, das ist unser Code. Jemand, der dunkle Naturmagie verwendet, plant, König Kasimir zu ermorden. Aber wer steckt dahinter? Ich muss mehr erfahren. Ich kann mehr Informationen besorgen. Versucht aber ja nicht, mich zum Narren zu halten. Aber da Roy nun tot ist, scheint es, als hätte ich kaum eine andere Wahl. Redet mit Grenna Grakusch im Gasthaus zum Rosenlöwen. Wenn Roy etwas auf der Fährte war, wird sie wissen, was zu tun ist. Wenn ihr uns betrügt, dann... Nun, sie wird auch dann wissen, was zu tun ist. Ich werde mit Grenna reden. Die ist da unten. Ehre und Stahl. Dann müssten wir hier rum. Der Tag wird unser sein. Ihr werdet für euer Einmischen bezahlen. Jetzt bin ich im falschen Gebäude, oder? Also im richtigen Gebäude, aber falscher Eingang.
Moment, dann laufen wir nochmal einmal im Kreis rumherum. Das war jetzt irgendwie so schnell. Ach, hier. Wisst ihr, wie lange ich nach euch gesucht habe? Nein, 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 geh weg. Du stalkst mich heute nicht. Ich will nicht nach Frodgar. Moment, ich muss hier unten mit dem reden. Mit ihr. Die sieht fast genauso aus, ne? Ich bin beschäftigt. Seht ihr denn nicht, dass ich hier trinke? Siehst du denn nicht, dass ich hier stehe? Hauptmann Aresin schickt mich. Und warum reden wir? Roy hat ein Mordkomplott aufgedeckt. Bei Malakat. Dieses Mal hat Roy in ein richtiges Schlangennest gestochen. Eine dieser Nattern ist da oben. Der Kerl könnte etwas wissen. Ich würde ihn ja zur Rede stellen, aber er kennt mich. Vielleicht kann eine Fremde ihn zum Singen bringen. Ich kann das machen. Wie eifrig. Erinnert mich an Roy. Geht nach oben. Findet Levesque und führt ihm auf den Zahn. Aber tötet ihn nicht. Vielleicht brauchen wir ihn später noch. Lasst mich aber aus dem Spiel. Ich bin keine Agentin der Krone. Nur eine Orkfrau, die ihr Ale trinkt. Ich werde tun, was ich kann. So. So viele Pfeile hier. Man muss sich erstmal wieder zurechtfinden. Hier oh, ist oben. Helft was ist denn mit dir? Ich wurde entdeckt. Lasst nicht zu, dass sie mich erwischen. Genau, Basti, du machst das jetzt. Weil ich glaube, nämlich die letzten Male, wo ich die angegriffen habe... Basti, von wo kommst du denn jetzt her? Die letzten Male, wo ich die angegriffen habe, haben mich da hinten die beiden gesehen oder so. Und ich hatte dann Kopfgeld. Das ist total komisch. Aber jetzt habe ich kein Kopfgeld. Das ist schon mal gut. Ihr glaubt doch nicht, dass ich etwas damit zu tun hatte, oder? Ich bin bereit, im Austausch für Informationen ein Auge zuzudrücken. Abgemacht. Ich sage euch alles, was ich weiß. Martin Lirino hat mich angeheuert. Er lebt neben dem Gasthof im großen Herrenhaus. Ich bin Steinmetz, wisst ihr? Martin wollte, dass ich ihm eine Karte von den Tunneln unter Dolchsturz erstelle. Was für Tunnel? Die geheimen, die ins Kastell führen. Aber ich weiß nicht, was er vorhat. Ich schwöre es. Ich brauchte nur das Gold. Ich habe daheim in Wegesruh ganz eigene Sorgen. Bleibt hier. Ich sagte, bleibt hier, nicht? Ich schlag euch gleich. ich meine aber, beim letzten Mal ist er nach ganz oben gelaufen. Oder muss ich jetzt nach oben? Nee, da unten. Achso, ich will den... Nee, ich will den nicht untersuchen. Ich muss ganz runter. Ach, die vielen Pfeile hier verwirren mich. Aber das Gute ist, ihr könnt ja die Hauptstory daran erkennen. Das sind alles diese normalen Nebenstories. Und die Hauptstory ist halt das, ja, wo das oben zu ist, sage ich jetzt mal. Und nochmal weiß umrandet ist, richtig? Ihr seid zurück. Was ist geschehen? Levesque oder sowas hatte etwas Schutz. Ich dachte, ich hätte oben Geräusche gehört. Aber ihr scheint heil davon gekommen zu sein. Habt ihr diese Schlange Levesque am Leben gelassen? Oder so. Er lebt. Er hat Martin Lerino mit Informationen über geheime Tunnel zum Kastell versorgt. Martin, der Händler? Wir müssen alles wissen. Gelangt in Lerinos Anwesen. Schaut euch nach etwas um, das Licht auf ihre Pläne wirft. Ich werde hierbleiben und Levesque im Auge behalten. Also bringt alles, was ihr findet, direkt zu Hauptmann Aresin. Nun gut. Ja, Französisch ist manchmal einfacher zu lesen als irgendwelche komischen Namen aus Tamriel. So, jetzt muss ich mal eben schauen. Das ist hier links. Ich war übrigens immer noch nicht bei der Magier-Gilde, oder? Oder war das jetzt dieses... Ach so, das war, glaube ich, das Haus, was die meinten. Gegenüber der Magier-Gilde. Ich bin mir nicht sicher. Der sollte oben sein. Irgendwas hört sich hier gerade ganz komisch an. Ach, der hört sich komisch an. Kann man hier auch Sachen mitnehmen? Oh ja. Sehr schön. Dann machen wir das doch mal kurz. Können wir den nämlich mal kurz kämpfen lassen. So, die ignorieren wir alle und gehen direkt nach links. Da lesen wir natürlich auch alles, was uns noch unter die Finger kommt. Genau. Ja, tolles Deutsch heute, aber egal. So, das natürlich ebenfalls. Martin,
Eure Schiffe sind für den Transport unserer Agenten mehr als geeignet. Alles, was ihr tun müsst, ist, die Ladung zu liefern. Nach Einbruch der Nacht steigen wir aus den Kisten und verwenden Leveks Karten, um an König Kasimir heranzukommen. Angoff wird erfreut sein, ob das Chaos, das Kasimirs Tod auslösen wird. Die führerlosen Reihen des Königreichs werden dem Blutdorn nur wenig Widerstand entgegensetzen können. Es wird kein Problem sein, den Süden zu besiegen, und dann gehört Glenumbra uns. Seid versichert, dass ihr für eure Loyalität dem Blutdorn gegenüber äußerst großzügig entlohnt werdet. Sorgt dafür, dass sich niemand in den Kisten zu schaffen macht. Die Agenten in ihnen müssen versteckt bleiben, bis der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Wenn sie entdeckt werden, erledige ich die Sache. Persönlich. Und dann komme ich euch holen. Enttäuscht uns nicht. Verrick. Okay, das nehmen wir noch schnell mit. Das können wir alles liegen lassen. Sind die hier drin tot? Dann nehmen wir das natürlich auch noch kurz mit. Hat uns nicht allzu viel gebracht, aber man kann sich ja mal umsehen, ne? Okay, ich weiß. Aber, ne, ich betone das immer wieder. Habt ihr ESO Plus, dann nehmt alles mit, was ihr könnt. Und gerade in Gebieten, wo ihr vielleicht auch noch nicht so wart, ist das auf jeden Fall immer sehr positiv, wenn ihr alles durchsucht, weil, wie wir es am Anfang gesehen haben, also die aufgepasst haben unten rechts, wir haben auch schon Entwürfe mitgenommen. So, wir müssen zurück zur Magiergilde davor. Ne, das eine, das war hier wieder die Wodka-Sachen. Nee, das ist gar nicht die Magiergilde. Was rede ich denn hier? Verfluchte Schweinediebe. Komm ich denn hier hoch? Ja. Hoppala. Narr, ihr werdet für euer Einmischen bezahlen. Kannst mich mal. Die meisten Mitglieder der königlichen Familie sind in Sicherheit. Aber der König ist mutig und dickköpfig. Er weigert sich, den Thronsaal zu verlassen. Boah. Geht's noch? Ich war mich hier gerade am Unterhalten. Basti, was machst du hier für eine schlechte Arbeit? Die meisten Mitglieder der königlichen Familie sind in Sicherheit. Aber der König ist mutig und dickköpfig. Er weigert sich, den Thronsaal zu verlassen. Ich brauche mehr Informationen, um ihn von der Gefahr zu überzeugen, in der er sich befindet. König Kasimir ist das Opfer. Assassinen verstecken sich in Frachtkisten an den Docks. Seine Majestät? Erzählt dies ja nicht weiter. Oder wir werden die Assassinen niemals rechtzeitig finden. Mögen die Göttlichen uns beistehen, wenn der König getötet werden sollte. Das könnte die Allianz zerschlagen. Ich habe alle Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz der königlichen Familie getroffen. Doch der König weigert sich, die Füße stillzuhalten. Wir müssen diese Assassinen finden. Ich werde den Hafen durchsuchen. Gut. Redet mit Sasana Ad-Abbas. Sie ist Aufseherin an den Docks. Erzählt ihr, was ihr entdeckt habt, und sie wird euch nach besten Kräften helfen. Und jetzt sputet euch. Das Leben des Königs ist in Gefahr. Jawohl, Sir. Ich werde mit Sasana reden. Ich muss sie erstmal finden, da hinten. Weil ich habe da oben jetzt die ganze Zeit auch dieses Ding von der Wodka-Quest drin. Das irritiert mich dann doch ein bisschen. So, nicht so schnell, sonst knalle ich hier runter und bin tot. Das hatte ich auch schon mal. Dann habe ich einen riesen Abflug gemacht, weil ich zu schnell geritten bin. Und auf einmal war ich tot. Hallöchen. Wenn es nicht um Fracht geht, habe ich gerade keine Zeit. Ich bin äußerst beschäftigt. Hauptmann Aresin schickt mich. Der König ist in Gefahr. Die Assassinen sind in meinem Hafen? Woher weiß sie das? Findet diese Schlangen und tötet sie. Aber macht es leise. Ich möchte Panik vermeiden. Ich werde die Wachen alarmieren. Falls einige dieser Verräter euch entwischen, werden wir sie erledigen. Ich habe nur gesagt, dass die Assassinen... Nee, Moment, dass der in Gefahr ist, habe ich nur gesagt. Mehr habe ich gar nicht gesagt. Und dann redet die von Assassinen. Woher weiß die das? Okay, wir müssen... Es gibt immer noch. Wie ging denn das nochmal? Sind das markierte... Sind die noch auf dem Schiff? Ja, die sind da noch auf dem Schiff, aber wie komme ich jetzt da? Moment. Ich muss erstmal hier runter. Oh, ich dachte gerade, ich fall jetzt hier ins Wasser rein. Okay, links unter Deck ist anscheinend auch noch so eine Kiste. Habe ich gerade gesehen. Die
komme ich denn jetzt da hoch? Muss ich da... Moment, die Heißsporn? War das nicht die, womit wir gekommen sind? Oh, das mag der gute Basti gar nicht, wenn ich hier die Sachen klaue. Hallöchen, ihr Assassinen. Ich brauchte nur eine Mitfahrgelegenheit. Mhm. Obwohl, da der mich nicht angegriffen hat, glaube ich ihm das mal. Nee, nicht da. Doch, ich bin hier eben rausgekommen, oder? So, dann schauen wir mal unter Deck. Hab dich! Ihr kommt zu spät. Verek ist bereits auf dem Weg zum Kastell. Auf jeden Fall komme ich richtig. War hier nicht gerade noch? Hä? Ach so. Das heißt, wir haben mehrere, die wir dann theoretisch durchsuchen müssen. Okay, aber macht nichts. Wir haben eine Assassine gefunden und sollen schon wieder zurück, so wie es aussieht. Gut, wenn die sagt, der ist auf dem Weg zum Kastell, wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn wir den König waren. Kommen diese komischen Typen mir jetzt dort. Ist Endelnir wirklich von den Toten auferstanden? Rollt wieder entgegen. Nehmen wir hier die Abkürzung. Und der ist schon tot, ne? Kann höchstens sein, dass die andere Seite mir noch entgegenspringt. Ich bin mir nicht sicher. Aber da muss ich auch darum laufen. So, findet den König. König, König. Auf keinen Fall. Der Drache flieht nicht aus seinem Hort. Sie haben es auf euch abgesehen. Moment. Was war das? Tod dem König. Echt jetzt? Geht. Schafft den König hier raus. Los! Wir müssen den König raus. Wo ist der? Ach, da hinten läuft er. Sieg! Wir müssen den König rausschaffen und er rennt weiter nach oben. Das ist natürlich super. Hau ab hier. Angriff aufhalten. So nicht, mein Freund. Auf die Seite! Geht nach oben und beschützt den König. Das Leben ist kein Märchen. Doch manchmal bekommen die Schurken trotzdem ihr Fett weg. Das hat er jetzt aber schön gesagt. Das fällt mir zwar nicht leicht, Hauptmann, aber ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich eure Warnungen ignoriert habe. Das macht doch nichts, mein König. Ich entschuldige mich, falls ich bei der Ausübung meiner Pflichten unverschämt war. Ganz und gar nicht, Aresin. Bitte erhebt euch. In den Diensten von Dolchsturz soll unsere Freundin hier von der Wache und den Rittern nach Kräften unterstützt werden. Natürlich, wir werden alles tun, um Angoff zu finden und seine Beweggründe zu erfahren. Ganz Dolchsturz steht hinter unserer Heldin. Wie es scheint, war die Sorge des Hauptmanns um mich berechtigt. Ihr habt mich an diesem Tag vor der Klinge dieses Assassinen sowie vor meiner eigenen Dummheit gerettet. Ich habe getan, was ich konnte. In der Tat. Die Leiche hier am Boden ist der Beweis. Wer war dieser Mann, der kam, um mich zu töten? Was hat er gesagt? Der Meuchelmörder hieß Verek, aber er arbeitete für jemanden namens Angoff. Angoff? Diesen Namen habe ich meine Spione schon flüstern hören. Der königliche Oberspion meldet, dass dieser Angoff die Unruhe im ganzen Königreich auf die Spitze treibt. Doch mehr wissen wir nicht. Sie wollten Chaos stiften, indem sie euch ermorden. Chaos stiften ist der Weg, nicht das Ziel. Es ist nur das Mittel, nicht der Zweck. Hier wird nicht nur Chaos um seiner selbst willen angezettelt. Wir müssen dieser Sache auf den Grund gehen. Gibt es etwas, was ich tun könnte? Oh ja, meine Freundin. Ich erteile euch hiermit die besondere Erlaubnis, in meinem Namen Nachforschungen über diesen Schurken Angoff anzustellen. Doch ihr müsst dies geheim halten, da wir uns nicht verraten wollen. Ich werde jedoch nie vergessen, was ihr heute für mich tut. Ja, und wir erhalten ein zweihändiges Schwert vom Segen des Fjordbaums und einen Fertigkeitspunkt.
Und haben so anscheinend jetzt auch noch keine neue Quest. Das heißt, die wird wahrscheinlich kommen, wenn ich rausgehe. Oder ist die wieder heimlich... Nee, die ist nicht hinter meinem Rücken angekommen. Na gut, dann würde ich sagen, ist das eigentlich der perfekte Moment, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass ich dann in der nächsten Folge schaue, wo ich dann eine neue Quest herbekomme hier. Normalerweise laufen einen die Questgegner dann ja irgendwie vor die Füße. Und ja, dass wir dann erstmal uns umhören und hören werden, was das für ein Komplott ist, wer da genau dahinter steckt, beziehungsweise wer dieser Kerl ist und so weiter. Und ja, ich hoffe, dass wir ihn dann auch zur Strecke bringen können. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.